so, das ist die Plaza de Armas in Cusco. Ich bin schon ein paar Tage hier, aber die letzten zwei Tage habe ich nur in der Pension gesessen und habe Blog geschrieben und Bierchen getrunken und gegessen. Heute ist mal schönes Wetter, die letzten Tage war das nicht so. Da bewege ich mich mal ein bisschen hier rum und guck mal, ob es irgendwas zu kaufen gibt. Aber das ist nicht so doll. Und Menschenmassen hier unterwegs, Touristen vom Herrn. Unglaublich. Der Gegend, in der ich bin, also Künstlerviertel, da geht es einigermaßen. Aber hier, Zentrum, ist das schon etwas auffällig. Naja, ich mache mich mal weiter und dann gehe ich nachher wieder zum Markt. Und da gibt es eine Mega-Falafel für 2,50 Euro. Das ist billig hier. So, ich guck mal weiter. So, das ist Viertel San Blas mit der Kirche San Blas. Mit so einem Haufen kleine Läden, Cafés, Kunsthandwerker, Schmuck, hier kannst du alles haben. Ein Haufen kleine Restaurants. Und gar nicht so schlecht. Bevor eine Preise einigermaßen. Und da wo der Balkon ist, da ist mein Zimmer. Da hausiere ich. So, und ich muss jetzt nochmal ein Stück da lang laufen. Da ist eine Bäckerei, die hat richtig deutsches Brot. Da werde ich mir erstmal noch wieder ein schönes Vollkornbrot holen. Danach, glaube ich, muss ich erstmal Mittag schlafen. So stressig hier. Und das ist mein Zimmerchen. Fahrrad steht in der Ecke, meine Koje, Arbeitsplatz, leere Bierflasche. So, und hier geht's auf den Balkon. Und schönen Überblick über den Platz. Abends ist hier richtig was geboten. Da spielen hier Leute ein bisschen Musik so. Da ist richtig was los. Keine schlechte Ecke. Für die Bude habe ich jetzt hier 5 Nächte 40 Euro gelöhnt. Mit Frühstück. Und das Frühstück ist gar nicht mal so schlecht. Also Frühstück ist in Peru immer so ein Ding für sich, aber hier gibt es sogar Käse und Wurst. Das hatte ich bis jetzt, glaube ich, einmal, dass ich Käse hatte. So, ich muss jetzt einen Mittagsschlaf machen. Ich bin erschöpft. So, heute verpisse ich mich wieder aus Cusco zur Zeit Richtung Titicacasee zu fahren. Es sind mir auch zu viele Menschen und zu viele Leute auf einen Haufen. Das ist mir alles zu viel. Ich brauche ein bisschen Ruhe, ich muss mit dem Fahrrad fahren. Auf geht's. Wir reden hier am frühen Morgen schon wieder am Tag.
Wolke, raus aus dem Moloch. Jetzt geht es erstmal eine Weile bergab, immer den Bahnschienen nach. Müssen noch so 30 Kilometer, 35 sein. Danach geht es wieder aufwärts. Erstmal eine Pause machen, das ist ganz schön anstrengend hier rauszukommen. Die fahrende Reifen, also weiß ich, Führerschein kann man hier wahrscheinlich kaufen. Also wie die fahren, das ist nicht normal. Rücksichtslos bis zum Abbiegen. Naja, was soll's. Jetzt bin ich wieder auf der Hauptstraße draußen, da geht's einigermaßen, da kann man fahren. Auf geht's. Den ganzen Tag bin ich durch dieses schöne Tal gegangen. Von Cusco bis hierher habe ich jetzt, glaube ich, 90 Kilometer, über 90. So. Jetzt geht's die Richtung weiter. 6,5 Kilometer noch, da ist ein schönes Plätzchen zum Zelt. So, das ließ sich ganz gut fahren. Immer leicht, erstmal ging es 34, 35 Kilometer bergab und dann immer leicht bergauf in Wellen. Ein bisschen Verkehr ist auch, aber es geht, lässt sich fahren. So, jetzt muss ich erstmal noch 5 Kilometer fahren, um Bier zu kaufen. Und dann gibt es da einen schönen Spot, wo man campen kann. Guten Morgen. So, gestern bin ich noch hierher getrampelt, nachdem ich noch einkaufen war. Über diese Brücke muss ich kommen. Da drüben ist die Hauptstraße. Da hinten rummelt es gerade gewaltig. Ich hoffe, dass hier nicht noch ein Gewitter kommt. Und da muss ich lang. Und wenn ich gut bin, schaffe ich es heute auf den Pass. Mit 4300 Meter Höhe. Sind von hier 900 Höhenmeter. Mal gucken. Vielleicht bleibe ich auch vorher stehen. Da sind ein paar heiße Quellen. Und da ist auch ein Hostel auf dem Weg. Und geht am Morgen rüber. Mal schauen. Ich muss jetzt mal mein Zelt abbauen. Ist mittlerweile schon wieder fast 8:30. Jo, der Mantau. So, jetzt bin ich exakt auf 4000 Meter. Unglaublich. Hier ist das schon wieder richtig anstrengend. 3 Kilometer fahren, Pause. Hier ist noch 2 Kilometer bis nach Aguas Calientes. Und da will ich mich einnisten. Wir haben gerade ein schönes Wetter rübergezogen. Da sieht man noch die Reste so. Und bei dem Wetter muss ich nicht über den Pass klettern. Außerdem ist es schon wieder 2:30. Jetzt mache ich die 2 Kilometer. Zu futtern, da gibt es Bier und da gibt es ein warmes Bett. Und morgen geht es dann über den Pass. So, eingeschickt. 5 Euro. Inklusive warmen Baden, aber das spare ich mir. Das ist so schweinekalt hier draußen. Ich klettere hier nicht ins Wasser. Das Wasser macht zwar schön warm sein, aber ansonsten erfrierst du hier. Eine Heizung haben sie auch nicht. Aber Futterbuden hat es vor der Tür genug. Da werde ich gleich mal eingreifen. Die Bude ist auch lustig. Ich meine, für 5 Euro kannst du nichts erwarten. Sieht aus wie eine Gefängniszelle. Mit 3 Decken. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten muss ich meinen Schlafsack rausholen. So, jetzt muss ich erstmal schnell was futtern. Ich habe Hunger. Und Bierbräu auch. Und hier gibt's Kui, aber schweineteuer, kostet 10 Euro. Es hat leicht gepudert heute Nacht. Ist aber erst kurz nach 6:30. Wir werden mal bis 9 Uhr erstmal Frühstück machen. Und dann sehen wir weiter, dann kommt die Sonne raus und dann ist das wieder weg. Rüber über den Pass. So, jetzt geht's los. Der Schnee taut schon langsam wieder. Sobald die Sonne rauskommt, wird es auch richtig warm. Dann geht es hier mal über 10 Grad. Lässt sich das aushalten. So, da oben ist die Hauptstraße. Und jetzt geht's gleich los. Letzten 11 Kilometer bis zum Pass.
Und dann geht es lang abwärts. So, wieder einmal ein 4000er geschafft. Was ein Anblick. Genial. Jedes Mal wieder begeistert, wenn ich auf so Pass stehe. Und diesmal, also das, so viel Schnee hatte ich noch nicht. Einmal hatte ich ein bisschen Schnee, aber das ist nur geil. So, jetzt geht's abwärts. Das war 20, 25 Kilometer steil und dann wieder ganz sacht. Mal gucken, was ich heute noch schaffe. 100 Kilometer wäre nicht schlecht. Dann wäre ich in Pokhara. Das ist ein schönes Hostal. So, erstmal eine rauchen und dann geht's weiter. Es läuft wie rund heute. 100 Kilometer auf dem Tacho und es kommen noch 12 aus Medaille. Grandioser Rückenwind den ganzen Tag. Das ist unglaublich. Der knallt richtig ins Kreuz. Und teilweise gar nicht trampeln. Also in die andere Richtung möchte ich nicht fahren. Das macht wahrscheinlich keinen Spaß. Naja, mal gehen wir auf die letzten 12 Kilometer.